Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Regrowth, natürlich mit Bayerwald. Tagchen. Jo. Müssen wir gleich mal zeigen, was Natze gebastelt hat. Richtig. Ja, gebastelt. Ich habe mir einen Fischtank gebastelt. Ja, guck mal, ja, alles voll. Ja, alles Fischen. Voll mit Zeug. Genau, ja, Fischeier habe ich auch schon. Die kann ich aber erst später benutzen. Und unten, ganz unten habe ich hier meinen Fischtank gebaut. Sind auch schon Fische drinne? Darf man nicht reinfallen, kriegt man böse Aua. Ja, habe ich schon ausprobiert. Siehst du hier, da habe ich nämlich meine Stachelrochen drin und die haben sogar schon was hingekriegt. Die haben ja 5 Poison Droplet drinne gelassen. Oh. Schauen, was wir mit dem Zeug machen können, gell? Ja, nehme ich erstmal raus. Und meine Botania-Blumen sind schon wieder am Vertrocknen da hinten. Hm. Krieg zu viel. Ja, ich glaube, die sind am Verblühen oder irgendwas. Ja, oder so. Da gibt's Bärchen. Was habe ich hier gezüchtet? Hier wollte ich irgendwas züchten, aber das hat scheinbar nicht funktioniert. Weil hier Barley gewachsen ist. Ja, und ich brauche immer noch eine Spinne. Blackberry Seeds. So. Alter, wo kommst du denn her? Was hast du denn gefunden? So einen doofen Zombie wieder. Der hat sich unter dem Baum versteckt. Ach doch, hier unten ist ja ein Zombie-Pool. Da schwimmen schon welche drin. Oh. Müssen wir mal gucken, wo sind denn die ganzen Samen-Dinger? Ich muss mal gucken, was mir hier noch alles züchten muss. Ja, und ich versuche hier gerade krampfhaft noch irgendwo einen Bindfaden herzukriegen, weil Bayerwald kriegt es nicht hin, mir Wolle zu machen. Ja, ich bin ja dabei zu züchten, aber es ist halt noch nicht gelungen. Hier liegt ein Bindfaden, ich habe einen Bindfaden gefunden. Ja, endlich! Cotton Seeds, genau. Cotton Seeds macht man aus Dandelion und Barley, genau, das ist hier. Hier so. Ist die Zuchtstation quasi. Ja, warte, hier liegt noch ein bisschen Zombie-Hirn rum. Hier ist die Zuchtstation. Und was haben wir noch? Schneeball-Seeds haben wir da hinten. Blueberry. Also ich habe mir mal ein bisschen Eisen aus der Kiste rausgeklaut, weil ich mir eine Schere gebaut habe fürs Angeln. Dann kann ich nämlich das Laub von den Bäumen aus abschneiden. Aha. Und dieses Laub, das haue ich dann nachher ganz einfach. Erstmal kriegst du durch dieses Laub total viele Setzlinge. Ja. Und dieses Laub haue ich nachher in meinen Sifter. Da wird's durchgesiebt und dann kriege ich da Baits draus. Ich brauche eine Melone. Du brauchst eine Melone? Ach, Melonensamen. Mal gucken. Muss jetzt hier mal das mit dem Durchsieben, das müsste eigentlich auch mit der Erde gehen. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Aber erstmal baue ich mir jetzt einen Scoop. Scoop. Ja. Was, ein Scoop? Ja, damit ich die eine Quest weitermachen kann. Ach so. Bienenscoop. Genau. Jo. Zack, zack. So, da kommen hier Melonen rein. So, da brauche ich 6 Stück. Und hier sollte ich die Raspberry züchten können. Dann haben wir als nächstes die Blueberry Seed. Muss dann mal nachschauen, ob mir normale Dinger reichen. Ja, Scoop. Blueberry Seed. So, wie fange ich da jetzt am besten die Bienen? Ja, ich muss mal eben gucken, da unten ist ja ein Bienenkorb. Ich versuche jetzt meine Bienenkönigin zu fangen. Ja, ein Wasserartischocken. Samen. Nature Seed. Sieht nicht so aus. Haben wir hier keinen Wasserartischocken? Samen. Und kann ich zack und peng, ich habe eine Bienenkönigin. Ja. Ich habe Wasserartischocken. Du hast Wasserartischocken? Ja. Ich habe ein paar Chat kommt. Das ist, sieht aus wie eine Bienenwabe. Dödel. Ich dödel. So. Und eine Drohne habe ich gekriegt. Ja, Wasserartischocke und dann dazwischen hier mal züchten. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal die Quest abgeben. So und so. Die Quest mit der Bienenkönigin. Jetzt muss ich ein Biehaus bauen. Okay. Wie baue ich Bienenhaus. Ja. Bist du hier der Bienenmeister? Ja, irgendwas muss ich ja auch mal machen. Ich kann mich ja nicht die ganzen Folgen daran aufhalten, das Haus zu bauen. Meinst du? So, das Blue Orchidee Seeds. Da haben wir das Bienenhaus. Das Dandelion und Poppy. Habe ich noch Poppies und Dandelion Seeds? Ich glaube nicht, gell? Ah, ja. Okay. Dandelion, wie das Ding heißt, aber das haben wir gleich. Hier kriege ich ein Seed raus. Nehmen wir mal rotes Holz. War denn meine Dandelion-Zuchtstation? Ich weiß es gar nicht mehr.
Hier habe ich eine Dandelion. Wo habe ich denn die gezüchtet? Muss ich mal schnell schauen, wie man das Ding baut. Dann schau mal. Das macht man aus Sugarcanes und Melonen. So, das Bierhaus habe ich auch fertig. Gut, wie geht's weiter mit der Quest? Ah, da kriegen wir jetzt... Ey! Ja, holla! Habe ich denn Sugarcanes und Melonen angepflanzt? Da hinten, oder? Nö. Mist, ich hab da nichts mehr. Gut. Sugarcanes und Melonen habe ich nicht mehr. Muss ich das jetzt auch noch machen? Hast du nicht mehr? Nö. Du hast doch nicht mehr alle. Brauche ich einmal Sand und Melonensamen. Ich glaube, ich habe keine Melonensamen. Doch, ja. Ich brauche noch mal ein paar Bienenkörbe. Und einen Sugarcane nehme ich mir auch mit. Da tue ich mir mal ein Eck. Weil hier ist eigentlich Melone. Könnte ich eigentlich hier machen. Sugarcane? Ja, ich glaube, wir müssten bald mal wieder ein bisschen holzen gehen. So, Sugarcane-Samen. Wo haben wir jetzt hier Arkanien? Das müsste... Und dann sollte hier zwischendrin diese Dandelion so wachsen. Sein, ich brauche hier... Ach, kacke, ich brauche Garden Soil. Ich brauche Scheiße. Okay. Wieder eine Rennerei, du. Dass du mal alles gezüchtet hast hier. Alles raus hier aus dem Inventar. Ist mir jetzt völlig Mumpe. Halt, dich brauche ich. Und Scheiße brauche ich. Habe ich noch? Ich glaube, ich habe nirgendwo mehr Kompost. Das ist aber schlecht. Nee. Brauche ich hier Karotten. 5, 6, 7, 8, 9. 9 Karotten. Ja, ich muss. Und ich glaube, 9 Bienenkörbe reichen erstmal. So viel? Ja, Wahnsinn. Da kannst du Honig mit sammeln. Neue Nahrungsquelle, du weißt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man Honig essen kann. Ja, aber du kannst bestimmt weiterverarbeiten. Ah, da ist was gewachsen. Was ist hier gewachsen? So, wo stelle ich denn jetzt. Scheiße, gewachsen. Wo stelle ich denn jetzt meine Bienenkörbe auf? Irgendwo bei den Bäumen dort, weil da braucht man viel, viel Platz für die Bienenkörbe. Okay. Und jetzt pass mal auf. Ich habe einen Kommentar gehabt, dass wir mit dieser komischen Pastinaken-Kack-Ding Gedönszeug. Was ist denn diese blöde Ding hier? Angeblich irgendwie Grassamen machen kann. Ja, ich habe ein Bienenhaus. Das will ich jetzt mal probieren. Ja, guck, geht. Oh, und wie? Oh, scheiße. Guck mal. Guck mal. Ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Das ist scheiße hier unter den Bäumen. Die braucht Blumen. Ja, deswegen sage ich ja. Nee, da müssen wir Erde. Lass die stehen. Lass die stehen. Da müssen wir bloß Erde sammeln. Guck mal, was ich gemacht habe. Guck mal. Guck mal. Was? Wo ist guck mal. Ja. Guck mal. Guck mal. Du hast Rasen gemacht. Ich habe Rasen gemacht, ja. Ja. Ist doch geil. Schreibt bei mir in den Kommentaren. Sollten wir so machen? Okay. Diese komische Pastinaken-Ding, keine Ahnung, was es ist, drauf. Und dann hat wohl funktioniert. So, also brauche ich mehr Erde. Jetzt muss ich mittlerweile auch eine neue Drohne suchen, weil mir gerade die Drohne abgekratzt ist. Nee, die geht auf, wenn du die reintust. Zusammen mit der Königin. Ja. Dann löst sich die auf. Die pimpert quasi mit der Königin und geht dann drauf. Drohne. Ach so. Das ist so, ja. Aber normalerweise, da muss normalerweise eine Drohne drinne sein, immer. Nee. Das siehst du, ob es dann läuft. Ach so. Also brauche ich jetzt erstmal Dreck, damit ich hier die Blumen setzen kann. Ja. Aber der sitzt trotzdem scheiße, weil die brauchen freie Sicht zur Sonne. Genau. Das ist das Einzige. Also nehme ich hier die Bienenkönigin raus. Holz ja, mein Ding hier ab. Richtig hier, keine Ahnung. Meine Crops sind hier. Und setz die hier unten in meinen Bienenkorb rein.
Hier ist mal noch nichts gewachsen. So, da geht das. Da brauchst du jetzt aber Blumen. Wo haben wir das Knochenmehl? Wo haben wir das Knochenmehl? Kompost. Kompost. Wenn ich Knochenmehl auf dem Rasen anwende, kommen noch Blumen raus, oder? Ja, genau. Dort. Sollte zumindest. So. So und. So. Na, dann sollte sich hier was züchten. Hier kommt schon wieder Barley raus. Das will kein Mensch. Huch, jo, und es wird schon wieder Nacht. Wird schon wieder Nacht? Ja. Boah, ich sag's, wir haben so viel Samen irgendwie. Das ist nicht mehr feierlich. Weil die rote Farbe habe ich. Jetzt habe ich Blumen. Irgendwo habe ich rote Farbe schon hier was reingeschaut. Wieso sagt er mir, dass ich keine Blumen habe, wenn hier unten Blumen stehen? Weil es Nacht ist, da arbeiten die sowieso nicht. Nee. Also komm mal, Bett. Ja. Komm mal, Bett, alter Mann. Dann kann ich gleich erstmal irgendwelche Bienenkörbe irgendwo suchen, damit ich meine Dinger vollkriege. Ja. So, schön schlafi. Jo. So, also hast du auch gerade so eine ellenlange Meldung im Chat gehabt? Ja. Okay. 1000 Fehlermeldungen, es gibt so, jetzt will ich aber gucken, ob diese scheiß Bienen auch wirklich arbeiten. Es kommt immer darauf ab, was für eine Biene du hast, weil die brauchen unterschiedliche Blumen. Das ist ganz, das ist eine Modest Queen, ist das. Eine Modest? Modest ist, keine Ahnung. Ein ganz normaler eigentlich. Aber das Problem ist, hier stehen Blumen neben, aber die arbeitet trotzdem nicht. Warte mal. Hot Arid. Oh, hier steht eine Daisy. Hot 200%, der ist zu warm. No flowers. Five members are not finding the right flowers. Das sind die falschen Blumen, die du da hast für die Modest. Du hast zwar hier jede Menge Blumen, aber ich glaube, du musst normale Blumen haben. Normale Blumen. Also hole ich mal den Florizer da oben, dieses grüne Zeug. Ne, das sind. Das grüne Zeug sind. Botania-Blumen. Die gehen auch nicht. Sondern du brauchst die normalen Minecraft-Vanilla-Blumen. Das ist ja wieder. Da musst du wahrscheinlich jetzt die wegknüppeln. Und wieder normale machen. Ja, wie mache ich normale? Weiß ich jetzt gar nicht. Siehste? Auch mit hier. Sag mal's. Mit Knochenmehl. Ach Gott, meine Fresse. Ein Brainlag gerade. So, jetzt habe ich ja. Das ist auch keine normale. So, Eisen haben wir jetzt schon mal gleich im Stack. Das Gras ist auch keine normale. Ein Tiny Kaktus habe ich hier gekriegt. Was, ein Tiny Kaktus? Ja. So. Müsst jetzt mal gucken. Mal Kupfer werden wir als nächstes mal produzieren. Da muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Inventar ist voll. Ist doch nichts Neues, oder? Nee, nicht wirklich, mich wundert hier gar nichts mehr. Psycho. Wie Psycho? Was bei ja, da, er hier. Na so. Ich habe versucht, hier deinen Schneeball zu machen und hab mir es jetzt ganz, ganz schwindlig. Ich habe eine Butterblume gemacht. Was, eine Butterblume? Ja. Was, die produziert? Ja, mit, sag schon, mit, hier, Knochenmehl. Essence of Iron, komm her, ja. So, na, das mache ich jetzt mal anders. Die stopfe ich jetzt mal hier rein. Ich wollte jetzt mal gucken nach Copper. Nein, ich kriege hier echt keinen. Was ist denn da rausgefallen? Copper Seed, da ist er. 1, 2, 3, 4 Essence of Copper brauche ich dafür. Okay. Und da hat man doch irgendwie, kriegen wir doch Copper, wenn wir irgendwas abliefern, oder? Bitcoin Seeds.
Aus Barley und Sugarcane. So, jetzt weiß ich auch, was ich da hinten ziehe. Ich muss jetzt mal mein Inventar leer machen. Das hat so keinen Nährwert. Hier suche ich Sweet Corn aus Barley und... Ne, da mache ich irgendwas falsch gerade. Warte mal. Was war das Sweet Corn? Aus Barley und Sugarcanes. Barley, Sugarcanes. Hier ist es. Da muss ich jetzt noch mal gucken, ob ich hier Sweet Corn... So, Garten, Dinger packe ich damit rein. Wie mache ich denn Humus eigentlich? Humus. 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 Wie baut man denn den Ratz? Kompost und Erde rundherum oder Fertilizer? Ah, gut. Ja. Wo haben wir denn hier? Das funktioniert so nicht. Hier ist aber wieder eine scheiß Barley Seed gewachsen. So. Drecksblümchen. Scoop brauche ich jetzt gerade nicht. So. So, Flint habe ich hier. Ja. Der Zombie-Hirn. Auch Barley? Was habe ich denn da gekriegt? Eine Belladonna-Seeds habe ich gekriegt. Haha. Eine Belladonna. Haben wir, glaube ich, noch nicht genügend, oder? Davon. Pastinaken-Seeds habe ich gekriegt. Belladonna, ja, haben wir schon tonnenweise. Und Pastinaken? Haben wir auch. Die sind, glaube ich, auch in irgendeiner Kiste drin. Okay. Muss ich mal gucken. Das ist jetzt hier diese ganze Zuchtgeschichte. Die blaue Orchidee. Den habe ich angepflanzt. Das. Da muss ich jetzt warten, bis es soweit ist. Muss ich mal gucken, wie man dieses Kupfer macht. Das war, glaube ich, ganz oben hier drin, gell? Kupfer? Du willst Kupfer machen? Ich brauche noch mal Clay, ich brauche noch mal Floral Orange Powder und ich brauche Weak Essence. Okay. Ja, ich hole mir erstmal daraus, das, was da gedroppt ist. Was Clay. Brauche ich 16 Clay. Bevor es weg ist. 16. Haben wir noch Clay? Ja, haben wir noch genügend. Okay. 16 Clay, dann brauche ich die Weak Essence. Okay, die muss ich mir bauen. Und Orange Flowers. Dazu brauche ich aber hier Blümchen. Ey, du kriegst hier keine normalen Minecraft-Blumen. Ach doch, hier. Jetzt ist eine Dandelion. Ja gut, das ist ja super. Dann trage ich eigentlich die Poppys nicht mehr rum. Check. So, ich baue mal hier irgendwo... Eine Poppy ist auch eine Minecraft-Blume. Ja. So, arbeitet... Nee. Arbeitet jetzt? Ich grab mal hier ab. Die arbeitet immer noch nicht. Ich weiß nicht, da glaube ich, muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, weil die brauchen, je nachdem, was es ist, ich weiß nicht, was eine Mod ist, aber je nachdem brauchen die verschiedene Blumen, die brauchen Kakteen, die brauchen Sugarcanes, je nachdem. Kann natürlich auch sein, dass die Kakteen brauchen, weil das hier so eine Wüstenlandschaft irgendwie ist. Ja, oder es ist ihnen zu warm, weil er zeigt was an, dass es 200% zu warm ist. Make your bee happy. Ja, wie soll ich denn das machen? Wo zeigt er dir denn das an, dass er 200% zu warm ist? Rechts oben. Ja, zeigt er mir nur an T-Hot und H-Arid. Genau, wenn du da drauf klickst auf das T-Hot. Ach so. Und zeigt da an, Temperatur 200%. Ja, aber der Bienenkorb stand doch hier vorher auch. Ja, das heißt nichts. Nee. Oh, Blümchen kloppen, Blümchen kloppen. Ja. So, dann hoffen wir, dass der Rasen sich ja irgendwann mal ausbreitet hier. Das bleibt abzuwarten. Ich hoffe schon, weil es wäre ja Bullshit, wenn sich der nicht ausbreitet. Der andere breitet sich ja auch aus. Ja. Ich lasse jetzt erstmal alle Blümchen, die wachsen sollten, stehen. Ja.
Lass mal einfach Blümchen stehen, genau. War Orange. Ah, wieder eine. Wie aus Rasen einfach auch mal so Knochenmehl rauskommen kann. Echt? Ja. Das ist cool. Dann kriegst du auch diesen Fertilizer raus. Ja. Den ich schon wieder nicht aufnehmen kann, weil mein Inventar schon wieder voll ist. Liegt ja bei der roten Blume, liegt er. Nimm den mal bitte mit. Danke. Das ist gut. Ja. hier sind Samen rausgefallen, nimm die auch mal bitte mit. Ah, das sind doch alle Seeds. Weg. Ja, hier. Jetzt mal zurück und guck mal, ob ich nochmal Copper krieg. Weil dann müssen wir, wenn wir die Quest doppelt machen, müssen wir genügend Copper haben, dass wir endlich auch Kupferpflanzen machen können. Oh. So, wie viel brauche ich dafür? Stiefmütterchen. 16 Orange Powder. Oh. Reicht noch gar nicht. Ich habe erst 5 von den blöden Blumen. Ah, ich brauche eine fucking Blumenkiste. Naja, ich brauche hier auch bald mal so ein bisschen. Nee, ich kann die Blumen hier reinstopfen. Und ich guck gerade, was ich hier wegschmeißen kann. Damit ich hier wieder Platz kriege. So, gut, 5 habe ich jetzt. Brauche ich nochmal Floral Fertilizer. Ja, aber der Rasen teilt sich hier ganz gut schnell auf. So. Habe ich schon gesehen, ja. Sich der aufteilt. Und du hast doch schon ein richtig schönes Blumenfeld hier. Ja. Scheint aber immer noch nicht das richtige Ball zu sein. Also wieder eine Orange. Ach Gott, Blumen züchten ohne Ende. Ja. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Blumen züchten. Hier liegen noch einmal nur stinknormale Samen. Weiß, lass die einfach liegen. Die spawnen schon irgendwann. Irgendwann. Ja. Gehe ich mal von aus. Ich will jetzt die orange Blume haben. Noch eine, glaube ich, brauche ich noch. Oh, komm, lass uns mal reingehen. Wir kriegen gerade Besuch. Was kommt denn? Zombies. Zombies? Ja, okay, dann können wir aber die Folge auch da drin beenden. Ja. Dann passt das auch. Zeitlich wunderbar. In der nächsten Folge werde ich dann, denke ich mal, nochmal ein paar andere Bienenköniginnen suchen. Genau, okay, dann sagen wir tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.